Hallo und herzlich willkommen zur 148. Folge Hofbergmann zusammen mit dem Lucky und dem Daniel. Servus. Hallo. Wieso habe ich in diese Hupe konfiguriert? Weil das kann. Weil er mich jetzt damit nervt. Das Problem ist, der kann in seiner Provokant konstant neben mir fahren, weil er schneller fährt als ich. Das heißt, ich kann ihn nicht mehr abhängen. Du könntest einfach stehen bleiben und warten. Dann bleibt der Typ ja auch stehen, das ist ja das Problem. In der Sicht. Warte. Fenster zu. Fenster zu. Sehr schön. Wesentlich angenehmer. Lustigerweise, man kann das tatsächlich wirklich einstellen mit Simple IC, dass sich der Ton ändert, ne? Die Lautstärke von außen. Wie angenehm ruhig ist in dem JLB ist, wenn er so leise vor sich hin dingst. So leicht eine Hintergrundmusik. Ey, was schätzt du denn? Wie gesagt, ich hatte wie gesagt geschaut, nur wie gesagt, es gibt nämlich bei Amazon, wenn man so an sich schaut, gibt es halt wie gesagt die Möglichkeit oder also die Sache, wo sie halt sagen, wo sie halt direkt anzeigen, im Bündel kaufen bei der Sache. Mhm. Ich glaube, Mikro an sich kostet 170. An Standfuß, ach keine Ahnung, schätze ich mal 30, 40 Euro, was weiß ich. Und dann halt wie gesagt das Mischpult, was ich bis jetzt in Aussicht hat, kostet 70. Was denn jetzt passiert? Habe ich wieder aus Versehen auf Helfer gedrückt, kann das sein? Nee. Nein. Ich glaube schon. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Ich habe doch gar nichts. Hä? Auf einmal gehen die Mähwerke hoch. Was sind wir heute lustig? Oh, ist das geil. Ja, super geil. Und Noel, ist irgendwie was Ziel hinausgeschossen oder war das los? Nee, ich warte, weil hier ist ja nichts zum Schwaden. Das ist ja ein Kreisel von mir. Ich hab ein bisschen mehr Arbeit bei dir zu. Ja, mach doch in der Zwischenzeit andere Aufgaben. Fang ich bin doch dabei. Ich bin jetzt gespannt zum Pressen. Was für ein Bullet nehme ich zum Pressen? Weiß ich schon. Schwere Entscheidung. Also klar ist nicht. Das ist ja schon klar, dass du den Fendt nimmst. Wir haben Fendt? Wir haben so geile Fendt drauf. Ey, wir haben noch gar kein Geld dafür, einen Traktor. Mieten! Nein, wenn dann nur das Arbeitsgerät für den Traktor. Lustigerweise hatten wir da nicht sogar mal eine Regelung ausgemacht. Meine ich tatsächlich. Puh, ist mir egal, aber ich meine sogar, dass wir tatsächlich mal eine Regelung ausgemacht haben, dass sowas wie Fahrzeuge und sowas, glaube ich, nicht gemietet werden. Also was wie Traktoren war da nicht sogar mal was. Ach, keine Ahnung. Ist schon ganz lange her. Aber war was, oder nicht? Ich miete sie sogar gebraucht, dann ist sie 1000 Euro günstiger in der Miete. Nur immer, tut das Tool ausnahmsweise mal sinnvoll ein nutzen. Damit spart man echt Geld. Ja. Ja, aber am falschen Ende. Luki, das Problem ist, ich brauche einen stärkeren Bulldog, weil mein Bulldog ist zu schwach für die Ballenpresse. Ja, Pech. Dann wird nicht gepresst. Na, wir haben doch. Hä? Aber was ist mit dem Klaas überhaupt? Ja, ich fahre aber kein Klaas. Sieht aus, als würde ich Klaas fahren. Oh ja. Besser Daniel, als Case oder sowas. Ich wollte jetzt eigentlich einen Case Quadrat bieten. Für eine Ballenpresse. Ja. Das ist auch das Geld, Noel. Da kommt die nächste Blitzerrechnung wieder und dann hättest du den Quadra-Messer nicht nehmen sollen. Vergiss es. Das Ding ist, ich kann mir den Quadra leisten. Du nicht. Ja, stimmt. Ist auch deine Firma. Hab ich ja ganz vergessen. Ist auch dein Hof. Für die kann ich so oft durch den Blitzer fahren, wie ich möchte, weil es ja dein Geld. Gute Idee. Schau, jedes Mal, weißt du, wenn irgendwas ums Bezahlen geht, ist es mein Geld. Wenn es darum geht, dass ihr euch einen Bulldog gekauft habt, dann ist es dein Geld und dann darf er entscheiden. Ja, richtig. Noel, du hast es gut verstanden. Du hast meine Firmenphilosophie gerade erklärt, das.
Aber der Lucky bekommt bald einen neuen Bulldog. Beziehungsweise wird sein Bulldog einmal kurz in die Werkstatt geschickt. Wird von von der Geschwindigkeit her angepasst. Sag mal, meinst du das mit der Fahrgasse? Lag das an der Sämaschine oder am Feld? Ich glaube, es lag am Feld, wenn du es so sagst. Warum? Nee, ich frag nur, weil... Für einen Freund. Und darfst du dann... Ich die von Federstadt mal ausprobieren. Federstadt? Nee, ich würde Lempen geht's eigentlich auch. Habe ich das letzte Mal nicht auch Fahrgassen gesät. Mit der Federstadt. Da ist die Frage einfach. Da ist so eine Feder. Lucky, juckt keiner. Ja. Doch, jetzt juckt gerade. Wo am Sack? Warte mal, hast du gar nicht, gell? Nee, das morgen wieder Homeschooling ist, das juckt. Habe ich jetzt nächste Woche wieder. Halt's Maul. Ich gar nicht. Halt's Maul. Ah, nächste Woche werden wieder Letztbilder gemacht. Digga, du hast auch schon Haarkennzeichen. Oh, der war mies, Lucky. Ja, gut, oder Daniel? Lucky, ich glaube, wir haben noch ein paar mehr Wiesen, die du mähen kannst. Der war wahnsinnig gut, ja. Der war wirklich gut, ich weiß. Lucky, schau mal auf die Karte, wo ich bin und wo das Sägewerk ist. Daneben sind auch Wiesen, die kannst du dann auch noch mähen. Es muss das Sägewerk. Ja, diese zwei, diese drei Wiesen, die keine Nummern haben, die kannst du auch noch mähen, wenn du willst. Die zwei, ja. Die drei. Was sind die drei? Ja, die eine ist ja, da ist ja Feldweg mittendurch. Ja, das sind zwei. Ja, wo ist die dritte? Beim Sägewerk. Meist halt Steinerei, oder? Ja, ist ja das Sägewerk. Achso, die, ja, der Klassiker. Die Wiesen kenne ich alle schon nicht auswendig. Dann passt's, ja. So, wer kennt alles diese Rundballenpresse? Querdenland, Rundballenpresse. Warum wird wohl die gekauft? Der Quaderballenpresse habe ich auch gemietet. Silagebein mache ich rund, weil keiner von euch ja Silagebein sammeln wollte. Wickeln wollte. Ich wollte gerade sagen, wickelt. Oh. Daniel, Bakuba verschafft mit 20, 30 fertig, ne? Daniel, gehen jetzt Fahrgassen. Ja. Nee, ich habe mich nur mit der Brücke vertan. Was? Das ist auf Feld 4 Mais. Anstatt Zucker. Dann tauscht den Mais und Zucker hin. Ja, ja. Aber nur bei zwei Feldern, gell? Wir sollen nicht alle Nummern durchtauschen, alle. Daniel, ne? Jetzt nicht hier Tanz nach Jerusalem. Nee, ich mache jetzt auf 23. Wie heißt das nochmal? Tanz? Nee, Jerusalem? Nee, wie nennt man das nochmal? Was? Ich rede jetzt nicht von Jerusalem, wer denkt. Jerusalem, Mauer. Reise nach Jerusalem oder was? Ja, Reise nach Jerusalem. Ja, Jerusalem Tanz, ja, ist ja fast dasselbe. Ja. Ist das geil. Wie los ist der Typ? Ja. Über Konzept, Freund. Wann ist die Presse richtig ausgelastet? Wenn der Bulldog nur noch 5 km/h mit der Presse hinten dran schert, dann geht es rund hier, Leute. Dann ist die Schwarz zu dick. Dann ist kurz vor Stopp, weißt du? Dann ist kurz vor Hilfe zu viel Input. 5 km/h Höchstgeschwindigkeit. Hi, der Witzker. Also hier gehen Beine runter, Leute. Die zwei ersten zwei Beine sind nach 2 Meter der ersten Bahn schon ausgeworfen. Ich habe Angst, dass die Kombi, dass das Auswerfen so zu lange dauert und ich deswegen trotzdem zu schnell voll werde, wenn ich mit dem Non-Stop presse. Nein, warum geht immer alles schief? Weiß gegessen hab. Mann! Jetzt haben wir es doch noch abgekuppelt! Mann!
Mann, Daniel, du musst auch für mich anfangen zu malen. Malen? Ja. Was will ich denn malen? Ja, aber eine Beschriftung für meine Seitenkonsole. Alter, Luki, investier doch einfach 10 Euro. Gibt's aber nicht für die von Giants. Es gibt die für eine andere Seitenkonsole und die Aufkleber wirst du auf die auch drauf kleben können. Nee, der Aufkleber ist bestimmt für die andere personalisiert. Der klebt bestimmt auf der gar nicht. Dachte, denke ich mir. Alter, was wird denn das jetzt in 4K, was ist denn jetzt los? Die hat Bock. Alter. Kaum kein Gras mehr vorne. Ey, rein. Ich frage einfach nicht, hä? Ich kann, wenn ich GPS anmache und das Ding im Hintergrund fahren lassen, ne? Ja, genau. Wenn ich, wie gesagt, Tempomat reinmache, geht nicht. Geht dann wieder zurück und plötzlich fährt das Ding, ist der Tempomat auf 1 km/h eingestellt. Okay. Hat aber nichts mit GPS zu tun. Nein, ich hatte aus dem GPS gesagt. Achso. Was wolltest du sagen? Helfer oder? Hey Luki, du musst uns schon sagen, was du für komische Tasten jetzt gedrückt hast. Hä? Jetzt geht gar nichts. Mach die Tastatur nicht kaputt. Nein, es ist nicht die Tastatur! Achso. Die Seitenkonsole hat gesponnen. Das Rädchen davon ist irgendwie, keine Ahnung. Er hat alles zusammengehauen. Ja. Ja, jetzt geht's aber wieder. Ich mach mal eben kurz den Pflanzenwachstum aus, weil das Gras fängt schon wieder an zu wachsen, gell? Mäh. Erinnert mich diesmal aber daran, dass ich, nachdem wir das die Beine weggesammelt haben, den Pflanzenwachstum wieder anmache und nicht wieder 80 Folgen ohne Dings machen und wir uns wundern, warum auf dem Feld nichts passiert. Würde uns doch niemals passieren, von daher. Ist uns auch noch nie passiert, nee. Nee, deswegen sag ich ja, dass das niemals passieren würde. Ich glaube, das nächste Mal nehme ich wirklich einen Tausender. Ich glaube, der schafft bei der Beinpresse mehr Meters. Der knallt dann, glaube ich, mehr durch. Das macht doch keinen Spaß mit 4 km/h. Weißt du, mit 4 km/h kannst du selbst Lucky pressen, weil wir so langsam sind. Der kann das sehr das machen. Mit was fährst du jetzt? Klaas? Mit Chasey B. Auch nicht mit Klaas. Klaas hat doch mehr PS. Weil Klaas vor der Seemaschine hängt. Und außerdem braucht die Quellenlandpresse ja nur 140 PS oder so. Ach so. Glaube ich. Warte, ich schau mal kurz nach. Dann fahr du mal weiter in 4K. 140. 150. 150 braucht sie. Ich habe 215. Okay. Also ich will ja nicht sagen, aber es sollte ausreichen. Ich habe einfach, hab einfach so geil fette Schwaben gemacht, dass er die Seemaschine nicht dass er die Zeit einfach nicht hinterherkommt. Die Seemaschine, das müsste schon über die Schwaben sehen, also Noel. Ja. Ich würde mal Gedanken machen, ne? Ja. Hast du gesehen, wie JMP auf unser Dings geantwortet hat? Ne, jemand ist heute im Busch, ne? Ich sag's dir, wie es ist, ne? Hä, der Kuchen hat mal wieder das Insta-Story gemacht nach langer Zeit. Nein, Julia Kuchen. Der Kuchler. Kuchen. Ja. Den kennt Kuchen. Daniel gar nicht. Das war noch vor Daniels Zeit. Aber jetzt habe ich Hunger. Wenn du an Julian Kuchen denkst, hast du Hunger. Ja, an Kuchen wahrscheinlich. Ich habe keine Nokia-Bereifung drauf, der muss den durchziehen hier. Oh. Ja, jetzt wäre Zeit für so einen Käsekuchen, ne? Oh, jetzt hat 6 Kammer. Jetzt ist die Spartkleine, jetzt hat sie 5 Kammer. Komm, es waren doch gerade schon 6. Mit wem willst du 6? Nicht mit den Ballen. Was denkt der denn schon wieder? Ich krieg jedes Mal wieder Angst, wenn ich mit dem Typ spreche. Oh, 7, 7, oh ja, 7, 7, oh 6, 5, 6. Gib ihm 5, gib ihm 6, 7, gib ihm 6. 7, 7, 7, komm, 8, 7, komm, 8, komm. 6, 4, 5.
hab gehört, ich warte da mal die Presse, weil die Presse hat irgendwie 93% war kaputt. Die hast du gebraucht gemindert, oder? Ja. Ja. Glaubst du, ich würde schneller fahren, wenn ich die Presse mal warten würde? Ich bin mir zu 100% sicher. Dann mach ich es eben mal kurz, gell? Lustig. Was denn? Nichts. Du? Stimmt. Jetzt war ich 60. Nie auf dem Feld, weißt du? Digga, keine Sau glaubt mir, dass ich die Bilder auf der Felsbrunnen gemacht hat. Nee, jetzt wäre ich mal einfach fassungslos. Der eine sagt, sorry, aber es sieht echt nicht nach Felsbrunnen aus. Dann schreibt der andere noch, der gar nicht mit dem Thema zu tun hat, schreibt dann auf einmal, bist du sicher, dass es Felsbrunnen ist? Wo ist denn das? Ich werde wohl wissen, auf welcher Karte ich Bilder gemacht habe. Bist du denn da sicher? Nee, auf einmal nicht mehr. Ich kann mir keine 2 Minuten merken, was ich tue. Also die Sämaschine will keine Fahrgassen. Ja, moin. Dann tun wir nach der aus. Was hat der denn heute für Probleme? Nicht nur heute, war auch schon. Ja, da. Keine Ahnung. Also, solltest du vielleicht ein neues Headset oder so noch kaufen? Das liegt nicht am Headset, ich glaube, es liegt am Discord. Oder am PC. Nein. Daniel, weißt du, was das Frustrierende ist? Jetzt habe ich die Presse gewartet und es ändert sich gar nichts. Das ist belastend. Jetzt fahre ich mit 4-3 Kamera rum. Das war, davor bin ich mit 5-6 gefahren. Ich glaube, das war eine dumme Idee. Obwohl, jetzt fahre ich 9. 7. Naja. 8. Also Fahrgassen gehen 6, nicht. 7. Ja, gut, dann tun wir halt nach der aus. Wenn du alle Felder angesehen hast, kann man ja die Maschine tauschen. Ja. Ich will's blub. Oh, ich habe gerade Durst. Jetzt fällt mir, ich habe noch ein Limo hier stehen. Seit heute Morgen, aber habe ich noch nicht wenig getrunken heute. Luki, ist gut für deinen Bauch, hör auf damit. Was? Nicht zu trinken? Trink Wasser, ist gesünder. Du mich auch. Wasser kriege ich nicht runter. Ist jetzt? Ja. Ich soll noch wegen der Zusatz mit rein. Aber das hat mit Geschmack und alles absolut kein Problem. Aber normales stilles Wasser oder so stilles Wasser, Digga, dann verdurst ich lieber, bevor ich stilles Wasser trinke. Eine Zitrone machen wir das. Daniel, du weißt, dass unsere Mission ist, wenn wir zu Luki hochfahren. Wasser mitnehmen. Wir bringen Luki dazu, Wasser zu trinken. Vergiss es, dann kriegst du mich nicht zu. Wasser ist einfach nur ekelhaft und widerlich. Glaub mir, ich krieg dich zu. Dazu. Was ist das ekelhafteste, was es auf der Welt gibt? Ich hab gehört, wir kommen mit einer Mercedes G-Klasse und einem Bus. Voll Wasser. Aber meine lieben Freunde. Und das bestätigt mir jeder, dass Wasser einfach das ekelhafteste ist, was es gibt. Nein, nein, da muss. Aber meine lieben Freunde, die Folge ist schon wieder viel zu lang, weil wir mussten hier gerade noch über Wasser diskutieren. In diesem Sinne sage ich mal über Wasser, vielen Dank fürs Zuschauen und du gehst dran mit. Nee, ich bin dran mit abnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus. Tschüss. Servus.